Die Bundesnetzagentur versteigert in Mainz die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Das bringt die neue Mobilfunkgeneration. Schnelleres Internet. Der neue Mobilfunkstandard soll Schritt für Schritt den bisherigen Standard 4G ersetzen und eine enorme Geschwindigkeitssteigerung bei der Datenübertragung ermöglichen, bis in den Gigabit-Bereich. Für die meisten Nutzer also mindestens 10-mal schneller als bisher. Vernetzte Fabriken, selbstfahrende Autos, Streaming-Dienste und Virtual-Reality-Anwendungen sollen von 5G profitieren. Wer darf 5G anbieten? Neben den drei großen Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Vodafone und dem O2-Mutterkonzern Telefonica Deutschland will auch United Internet, dem 1&1 gehört, erstmals Mobilfunkfrequenzen kaufen. Die drei Platzhirsche haben den Vorteil, dass sie bereits über ein eigenes bundesweites Netz an Funkmasten verfügen, während United Internet diese erst noch aufstellen muss. Abdeckung. Um bieten zu dürfen, sollen die Anbieter bis 2022 ihre Netze ausbauen. 98% der Haushalte in jedem Bundesland, alle Autobahnen sowie die wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwege müssen versorgt werden. Allerdings nur mit 4G-Geschwindigkeit. Gesundheitsrisiken durch Strahlung. Das Bundesamt für Strahlenschutz mahnt weitere Forschungen über die gesundheitlichen Folgen elektromagnetischer Strahlung durch 5G an. Deutlich höhere Datenübertragungsmengen, neue und zusätzliche Sendeanlagen und höhere Frequenzen würden die Intensität der Strahlung verändern. Kosten für Verbraucher. Die strengen Vorgaben zum Netzausbau für 5G könnten für Verbraucher und Unternehmen teuer werden. Experten fürchten, dass die Telekom-Anbieter die Kosten auf die Verbraucher abwälzen könnten. Wer profitiert von der Auktion? Durch die Versteigerung kann der Staat mit Erlösen in Milliardenhöhe rechnen. Das Geld will die Regierung nutzen, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben.